Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars mit dem Green Planet DLC. Und wir haben gerade am Ende der letzten Folge, haben wir es gesehen, ist hier die Anomalie fertig gescannt worden und wir haben immer noch einen, ja, der Heimweh hat. So, dann gucken wir mal den Typen von hier oben, den können wir jetzt mal zurückholen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, fahr erstmal dorthin. Okay, jetzt haben wir gleich die Spitze fertig und danach, achso, die Babyforschung haben wir schon. Gut, dann können wir dann auch direkt die Spitze in Auftrag geben. Ich hoffe, die kostet jetzt nicht irgendwas an Ressourcen, was wir jetzt nicht unbedingt haben oder nicht so gut produzieren. Was ist denn, achso, die haben wir ausgeschaltet, ja genau. Hier ist niemand im Diner. Wir haben wirklich so eine Shortage an Leuten, muss man sagen. Selbst die Universität ist mittlerweile nicht mehr voll besetzt. Also wir müssen jetzt mal relativ zügig zusehen, dass wir Research complete. Dass wir das mit der Geburtenrate in den Griff bekommen. So, die Research ist fertig, dann gucken wir doch mal. Hier sind die Spitzen. Klinik. 25, 25, 10. Das ist gut. Okay. Ja, bau die Klinik. Und setz sie bitte auf höchste Prio. Was ist denn hier? Servicegebäude aber voll einkaufen. Braucht besucht Steingarten. Okay, das mit dem vollen Servicegebäude fällt jetzt gleich weg. Dann sollte es eigentlich wieder besser für ihn aussehen. Hoffe ich einfach mal. So, die sind auf dem Weg. Hier ist Lager, sammelt sich der Treibstoff. Wir haben ja, glaube ich, eine Treibstoffraffinerie im Moment deaktiviert, genau. Weil wir im Moment einfach nicht so viel brauchen. So, Saatgut 2. Ja, wir haben einfach zu wenig Saatgut. So, dann kann er aber nochmal auf Eisensuche gehen. Hier oben. Und der andere. Ja, hier. Okay. Müssen wir jetzt bloß mal gucken, dass wir nicht gerade hier unten den hier brauchen, weil irgendwo Ressourcen. Ah, doch, hier tatsächlich. Shit. Dann komm mal zurück. Und lad hier mal Maschinenteile ein. Dann schicken wir ihn danach nach oben. Die Drohnen sind überlastet. Was ist das für eine Überraschung? Hier, okay. Zack. Geben wir mal noch eine mit drauf. So, Maschinenteile. Wir sind tatsächlich keine mehr, okay. Na gut, okay. Geht's hier mal vorwärts? Krasser Scheiß. Haben wir nicht noch irgendwo. Guck mal, hier sind drei Drohnen drin. Hier sind auch mal drei. Die nehme ich immer weg. Und pack die mal hier drauf. So, er hat ausgeladen. Und jetzt können wir ihn nach oben schicken, dass er Eisen einsammelt. Ich war doch weiter rechts hier, dachte ich. Das ist kein Eisen. Ach, dann fahrt dorthin. Ist egal, irgendwann werden wir alles gefunden haben. Er ist voll mit Eisen. Mir fehlt so ein bisschen eine Minimap, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Space Race DLC Let's Play, glaube ich, gesagt. Das wäre irgendwie ganz cool. Ja, lad einfach das Eisen aus. Ich glaube, wir haben im Moment zu viel. So, Nahrung. Deswegen haben wir auch die Farm gebaut. Nicht nur wegen Saatgut, sondern auch wegen Nahrung. Oh, Leute, könnt ihr mal bitte jetzt hier... Was ist denn nur so schwer dabei? 13 Drohnen. Ich habe das Gefühl, die machen alle nichts. Ja doch, es dauert noch so lange, weil die so einen weiten Weg haben. So, wie viel sind wir denn? Wir sind bei 10 Polymer, das ist voll. Jetzt fehlt aber noch ein Haufen Eisen und einiges an Beton. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Na gut, was forschen wir denn jetzt? Wir forschen jetzt die umweltbewussten Landschaftsbau. Wir hatten ja einiges an günstigeren Forschungen jetzt hier reingehauen. Die Moral von keiner Kuppel... Okay, das können wir auch nochmal machen. Das kostet nur 3000. Wir haben ja jetzt eine Kuppel mit einer Spitze.
Upgrade für die Fusionsreaktoren brauchen wir nicht. Wir hatten sogar noch mal eine Geldforschung gemacht. Okay, können wir auslagern? Ja, wie viel Geld haben wir denn? 1,7 Milliarden. Ja, komm her. Da geht's schneller. Bringt uns schneller voran. So, 20 Beton. Die Hälfte an Eisen. Und wir sollten dann, wenn, eigentlich können wir eine der D-Klinik hier abreißen, weil dann können sie entweder D-Klinik benutzen oder D-Klinik. Und vielleicht reißen wir auch, obwohl, wir müssen nochmal genau nachlesen, was die Forschung bedeutet. Ob das ja nur auf die Einwohner auswirkt, die da wohnen oder auf die, die das Ding besuchen. So, wo warten die Forschung jetzt? Das war doch dieses komische Kind. Hier. Upgrade für Kliniken. Erhöht die Geburtenrate innerhalb einer Kuppel. Das ist nicht so ganz klar, aber ich vermute mal, dass das dann holographische Technologien verbessern, medizinische Diagnosen und Beobachtungsverfahren erheblich. Also ich würde das so interpretieren, dass das nur auf die Leute wirkt, die in der Kuppel wohnen. Denn andere, die die Kuppel nur besuchen, die sind ja nicht dauerhaft da drin, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ja? Korrigiert mich. So, wie sieht's denn jetzt aus? 24 Beton. Es ist Beton schon mal voll. Jetzt fehlt bloß noch Eisen. Ich finde ja immer diese Forschung ganz neckig, die, die dazu führt, dass wir. Warum ist denn das Ding aus? Ach so, weil ich es ausgeschaltet habe. Die Forschung, die dazu führt, dass wir, wir machen das mal alles aus hier. Ach krass, guck mal, wie stark sich das auswirkt. Das sind bloß noch 16 plus in der. Das ist natürlich schlecht. Dann schalten wir mal da mal nicht an hier. Dann schalten wir das an. Und das hier. Und dann können wir hier eins ausschalten, damit wir nicht so oft die Maschinenteile hin und her transportieren müssen. 87? Hä? Warte mal. So viel brauchen wir nicht. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. So. Jetzt haben wir auch gleich das Eisen. Ja, die Wege sind halt relativ lang. So, was ist jetzt hier? Nicht genug Leute. Wow, nimmt deiner Arbeit gerade keiner? Das ist schlecht. Das ist Kacke. Große Kacke. So, die Spitze wird gebaut, endlich. Ja, Fazit ist halt immer noch, wir brauchen mehr Leute. Also minus 14 Strom ist okay, wenn wir tagsüber plus 40 machen, ist das völlig in Ordnung. Also da störe ich mich jetzt erstmal nicht dran. Wir sparen dadurch halt wunderbar einfach Unterhaltskosten, das ist super. Jetzt bin ich gespannt, was das Upgrade kostet. So, dann können wir hier das Ding mal ausschalten. Und erhöht die Geburtenrate. Ja, komm, hier, gib Gummi. Innerhalb der Kuppel. Was kostet nochmal so ein Apartment? Oh, das kostet halt Polymere. Aber scheiß drauf. Ich will die Geburtenrate hier erhöhen. So, die bringen. Die bringen die Upgrade-Sachen dahin. Das Ding ist schon abgerissen. Okay. Okay, wir gucken mal hier. Der oben steht wieder rum und macht nichts. Das gefällt mir nicht. Du sollst was machen. Und zwar Eisen sammeln. Wo ist noch Eisen? Da ist Eisen. So. Er hat nichts zu tun. Das ist aber völlig in Ordnung. So, wird die Hütte hier schon gebaut? Oh ne, huiuiui. Aber das Upgrade ist noch nicht fertig. 12 Drohnen und hier sind 13 Drohnen. Die sind eigentlich gut ausgelastet. Eieiei. Wie viele Drohnen haben wir hier rumstehen? 9. Ich glaube, so viel brauchen wir da gerade nicht. Packen wir mal mit einer rein. Das sind 14. Da geht es vielleicht ein bisschen schneller. So, der hat immer noch Heimweh.
Weil der gerade wieder ein Servicegebäude besucht hat, was voll war. Und gestern auch schon. Vermutlich das hier. Lebensmittelgeschäft. Oder irgendeins von den anderen. Das hier kann auch sein. Kleiner Kunstladen. So. Wir brauchen noch zweimal Polymer. Könnt ihr mal hier die Prio draufsetzen. Und hier vielleicht eher Low Prio, dass wir erstmal. Research complete. Was machen denn die jetzt hier drin? Könnt ihr mal bitte nur einen Mediziner hier reinsetzen? Dankeschön. Was ist das für ein Quatsch? Ich brauche euch woanders. Hier zum Beispiel. Gehen die Geologen da rein? Ich glaube, es hackt. Das ist auch so ein Bullshit. So, Landschaftsbau ist geforscht. Ziel abgeschlossen. Bewohnung 100 Sponsoren. Was ist das? Erforsche 8 Terraforming-Technologien. Wow, und davon gibt's Belohnung. Ist das eine dauerhaft, was ich hier kriege? Sponsor. Ich weiß nicht, wie viel es vorher waren. Ob es 400 waren oder ob es jetzt. Also, könnte ich mir schon vorstellen. So, haben wir es denn hier? Nein, ein Polymer fehlt noch. Hello, Polymer. Sind wir hier eigentlich voll? Ja, wir sind voll. Jetzt, Upgrade gebaut. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier mit der Prio hochgehen. Und wenn das dann gebaut ist, können wir hier eins abreißen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Können wir hier vielleicht Servicegebäude reinpacken oder irgendwas anderes. Oder wir lassen die Kuppel irgendwie aussterben und bauen dann irgendwie hier noch eine Kuppel hin und reißen die dann alle tatsächlich mal ab. Und bauen dann hier eine größere hin. Das könnte man auch machen. Das ist natürlich sehr ressourcenintensiv, aber die größeren Kuppeln sind einfach von der Platzausnutzung deutlich effizienter. Okay, das Appartement wird gebaut. Milestone achieved. Wow, flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche. Belohnung, zwei kleine Seen, Fertigbauten. Neuer Handels... What? Flüssiges Oberflächenwasser, jetzt möglich. Flüssiges Oberflächenwasser. Dank der Erwärmung der Marsoberfläche ist nur flüssiges Wasser auf der Oberfläche möglich. Wir haben wirklich einen langen Weg hinter uns. Okay. Und wo? Ach, das ist bloß der Meilenstein, oder was? Der. Was waren es? 1250. Ah, hier. Sorge. Ach so, das ist, wenn die Temperaturen über 25% steigen. Ja, haben wir. Wow. Nur, dass der Rest noch Ewigkeiten dauert und wir immer noch keine ausreichenden Saatgutvorräte haben, weil wir auch einfach nicht genug Leute haben, die in den Gebäuden hier arbeiten. Habe ich schon mal gesagt, dass wir... Na, hier ist es voll, ne? Das ist ja schön. Immerhin kriegen wir dann hier 100 Kartoffeln. So. Reiß mal ab. Und zieht mal bitte alle in die Kuppel hier rüber. Servicekomfort 100, ja. Dann haben die hier auch einen höheren Komfort. Wir haben immer noch einen, der... Ja, das ist ja schön. Gut, dass er mir hier nicht sagt, welches Geschäft. Aber beim Lebensmittelgeschäft sagt er das. Aber er sagt nicht, welches... Das ist bescheuert. Er sagt nur, ein Geschäft einkaufen war voll. Ich vermute mal, es wird der kleine Kunstladen gewesen sein, weil beim Lebensmittelgeschäft steht es ja da. Da steht Essen. Bescheuert. Das ist echt, das ist ziemlich hohl, finde ich. So, er ist voll mit Eisen. Bring's zurück. Preisunterbietung. Was ist denn hier los? Preisunterbietung. Eine andere Kolonie verkauft Edelmetalle zu einem viel günstigeren Preis. Du siehst den aktuellen Börsenkurs und bemerkst einen beunruhigenden Trend. Die Kolonie von Brasilien hat einen Handelskrieg gegen dich gestartet. Sie überfluten den Markt mit Edelmetallen zu viel günstigeren Preisen. Dein Handelsberater von der Erde macht sich Sorgen und ruft dich direkt an. Während der 14-minütigen Pause für die Übertragung der Wörter hast du genug Zeit für eine Marketingstrategie auszudenken. Diese Preise werden sie nicht lange halten können, warten wir einfach ab. Edelmetallpreise 25% niedriger für 20 Tage, wir kriegen 25 Punkte an Ansehen. Setzen wir mal ein paar Tricks auf den Aktienmarkt unter. Setzen wir mit ein paar Tricks auf dem Aktienmarkt unter Druck. 25 weniger Ansehen. Bei wem denn? Bei den Leuten oder beim Gegner? Beim Gegner bestimmt. Wir können ein Tauschgeschäft mit unseren Handelspartnern aushandeln. Edelmetallpreise minus 25% und Preis für fortschrittliche Ressourcen minus 20% für
20 Tage. Die hier können wir leider nicht machen. Also 20 Tage ist natürlich schon sehr lang. 25% ist auch eine ganze Menge. Problem ist, dass wir gerade auch nochmal durch Outsourcing der Forschung einiges an Geld verloren haben. Fortschrittliche Ressourcen minus, das nützt uns aber auch nichts. Ganz ehrlich, ich bin ein Arschloch. Da sind wir einfach mal Arschloch, ne? So, gucken wir uns doch mal. Ne, hier wollte ich nicht hin. Gucken wir uns doch mal den Kolonistengrafen an. Der ist nämlich hier auch konstant runtergegangen von 138 auf 130. Jetzt ist er wieder ein bisschen angestiegen. Wirklich geil ist das nicht. Können wir die Leute irgendwie dazu bewegen, dass sie mehr vögeln? Was bist denn du hier für ein Typ? Du bist ein Ingenieur. Wenn ich dich jetzt gehen lasse, wäre das echt scheiße. Könntest du dich einfach mal... das Ding... Lebensmittelgeschäft. Voll, oder was? Warum wollen die alle zum Lebensmittelgeschäft? Hier ist keiner im Lebensmittelgeschäft. Das ist scheiße. Und es ist auch keiner im Diner. Vermutlich sind die deswegen alle angepisst. Wisst ihr was? Das nützt nichts. Wir müssen jetzt mal eine Schicht hier zumachen in der Uni. Damit wir hier wieder Leute in die einzelnen Gebäude reinkriegen. Und dann würde ich vorschlagen, warten wir mal einen Tag oder so. Und gucken dann, ob der sich beruhigt und schauen dann mal nach, ob wir noch eine Rakete mit Personen holen können. Was ist denn hier? Unebenes Terrain. Oh, das ist dahin. Weil wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute. Das ist Fakt. Wir können nur hoffen, dass jetzt hier die... dass das sich wirklich auswirkt. Und dass wir einfach mehr Kinder jetzt kriegen. Ne? So, Forschung. Machen wir jetzt gerade die marsianischen Patente. Die bekommen... Da kriegen wir nochmal Geld. Das ist gar nicht so schlecht. Können wir die mehrmals forschen? Was ist das hier? Staubabstoßung. Ist das ein Upgrade? Ach nee, das ist die Arbeiten dann nachts, okay. Was ist das hier? Raffinerie und Fabrik Upgrade. Erhöht die Produktion um 25% und den Stromverbrauch um 20%. Ja, komm, ist eine günstige Forschung. Neues Gebäude, Fusionsreaktor. Was ist mal hier? Raffinerie und Fabrik Upgrade nochmal. Kostet aber 7000. Dann müssen wir warten, bis die Forschung hier fertig ist. Aber das wäre gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch ein paar Upgrades, wo wir den Output einfach erhöhen können. Ich gebe mal hier ein bisschen Stoff, dass die Forschung fertig wird. Research complete. So, haben wir ein bisschen Geld bekommen, das ist gut. Und jetzt machen wir hier. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Hat deiner hat er besucht jetzt. Plus 10. Na, immerhin. Das ist aber witzigerweise ein anderer. Das ist ein anderer Kolonist jetzt, der hier Heimweh hat. Das war doch gerade noch einer. Wo hier nur, ist der jetzt zum Spieler geworden? Hat er jetzt die Eigenschaft Spieler entwickelt? Das könnte natürlich auch sein, das wäre scheiße. So, Rakete.
Passagierrakete. Wir brauchen vor allen Dingen Botaniker und Ingenieure. Gucken wir doch mal durch, ob wir hier jemanden haben, der Botaniker ist. Guck mal hier, eins. Mediziner wäre auch nicht schlecht. Auch vielleicht kein Partylöwe unbedingt. Aber wir haben keine... Ah, guck mal hier. Wir haben keine große Möglichkeit, hier wählerisch zu sein. Hier ist noch ein Botaniker. Ah, das sind die Einzelgänger. Das sind die ganz unten, die ich nicht haben will. Okay. So, Wissenschaftler. Oh, sexy ist geil. Einzelgänger ist scheiße. Viel Fraß. So, Ingenieur. Workaholic ist doch ganz geil. Melancholiker. Ach, komm. So, ein Mediziner, das war der Partylöwe. Haben wir noch einen anderen? Ingenieur, Enthusiast, Nerd ist geil. Hier ist noch Mediziner. Nerd und gelassen ist cool. Das ist der Einzelgänger. Hier ist noch ein Einzelgänger. Die Einzelgänger-Botaniker sind echt scheiße. Und so, Wissenschaftler, Veganer. Von mir aus. So, dann Haufen Offiziere, die wir nicht brauchen. Veganer, Einzelgänger ist scheiße. Workaholic. Spieler oder Lebenskünstler. Ach, hier ist noch ein Wissenschaftler, den wir mitnehmen können. Strapazierfähig. Veganer, Vielfraß. Workaholic, Vielfraß, strapazierfähig. Veganer, Vielfraß. Ich nehme jetzt einfach Leute ohne Spezialisierung mit. Dann können wir wieder einfach fit. Veganer, Einzelgänger ist scheiße. Veganer, Einzelgänger ist kacke. Was ist mit denen hier oben? Fit und Nerd. Religiös und Überlebenskünstler. Nerd. Partylöwe, Enthusiast. Wie viel haben wir denn noch Blatt? Oh, wir sind voll. Ja, dann pack den hier raus. Und wir holen mal die Rakete. Hat den Vorteil, also es nützt nichts. Wir müssen jetzt erstmal auf diese komischen Leute da zurückgreifen. Einfach um hier die Löcher zu stopfen. Achso, die Schicht können wir mal einfach zumachen, wenn hier keiner ist. Das ist ja eh wurscht. Aber wie sind denn hier schon wieder keine Leute? Wo sind die denn alle hingegangen? Och nö, ist das euer Ernst? Die Wissenschaftler arbeiten schon wieder nicht dort, wo sie sollen. Wollt ihr mich verarschen? Okay, die sind alle voll, die Gebäude. In der entsprechenden Schicht. Ach, jetzt ist er weg. Hast du dich versteckt, mein Freund? Ich finde dich. Wenn du irgendwo anders arbeitest. Warum sind das... Oh, guck mal, jetzt ist die Schule voll. Was ist denn hier passiert? Warum sind das immer gerade die Wissenschaftler, die irgendwie Kacke machen und immer irgendwo arbeiten, wo sie nicht arbeiten sollen? Kann mir das irgendjemand plausibel erklären? Ich verstehe es nicht. Ah, okay, jetzt scheinen sie es wieder in den Griff bekommen zu haben. Das ist mir echt ein Rätsel. Gut, was ist denn jetzt hier mit dem Kollegen? Könntest du mal irgendwie deine Komfort erhöhen? Weltraumbar, plus 15. Servicegebäude, Essen war voll. In welcher Kuppel lebt der denn überhaupt? Wo ist denn der Typ? Hier, Dimitri. Oh, der ist irgendwo hier. Ne, Dimitar. Nicht Dimitri, Dimitar. Ist das jetzt einer von euch? Nö. Wird der nicht normalerweise angezeigt? Ach, da rennt er gerade rum. Altersgruppe, mittleres Alter. Kuppel ab zu 1. Welche Kuppel ist denn das? Das ist die. Er wohnt in der Kuppel hier. Okay. Und wenn dann hier steht, Servicegebäude war voll einkaufen, dann wird das wohl auf diese Kuppel hier bezogen sein. Und hier gibt es eigentlich nur den kleinen Kunstladen als Servicegebäude. Und halt die Weltraumbar. Für den Lebensmittelladen zum Einkaufen müsste er halt in die andere Kuppel gehen. Wobei, da ist halt gerade auch kein Platz. Okay.
ja, kriegen wir den jetzt wieder irgendwie hier, dass der nicht mehr... Wäre natürlich kacke, wenn jetzt ein Ingenieur abhaut. Weil der hat schon wieder ein Komfortlevel, was eigentlich okay ist, ne? Entspannung, Einkaufen, Essen und Glücksspiel. Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht noch einen Diner. Wenn das Diner noch nicht mal hier besetzt wird, oder das Diner hier hinten, wäre das... Also bringt mir ja nichts, wenn ich hier noch einen Diner baue, weil dann noch keiner drin arbeitet. Kannst eigentlich nur hoffen, dass er sich irgendwann wieder einkriegt. Und wie gesagt, so schlecht ist den seinem Service-Komfort nicht. Hm. Ja, guck, wenn der Tag hier vorbei ist, wenn die 18 rausrutscht, aber dann wieder ein Minus reinkriegt, so wenn die 20 jetzt vorbei ist, ja, ist speichert er. Research complete. Na gut, er kriegt kein weiteres Plus dazu. So, Research complete, was haben wir jetzt? Sicherheitsoffizier und Mediziner erhalten plus 10 Leistung. Ah ja, okay, nice. Gut. Jetzt ist die Rakete auch schon da. Naja gut, dann kommen wir nicht drum rum, dass der jetzt hier gleich abreißen wird. Probleme Heimweh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Können wir vielleicht, um das in den Griff zu bekommen, mit dem... Das sind die tiefen Metall- und Edelmetallvorkommen. Die Moholmine wollten wir ja machen, ne? Die kostet ja nur, also ich meine, Beton und Eisen hätten wir, aber 300 Maschinenteile. Vielleicht bringt uns das gerade aktuell auch einfach gar nichts, weil wir sie nicht bauen könnten, weil uns halt so viele Maschinenteile fehlen, dass wir da nicht weiterkommen. Dann lass uns doch erstmal den Magnetfeldgenerator bauen. Also forschen meine ich. So, er wird... Also ich... Wie lange muss die Rakete? Kann 818 Stunden. Okay, jetzt ist noch ein bisschen Zeit, bis die landen muss. Ja, ich lasse jetzt einfach mal noch kurz den Tag hier ein bisschen anlaufen. In der Hoffnung, dass der Kollege noch irgendein Servicegebäude besucht. Womit er dann nicht mehr Heimweh hat. Das wäre irgendwie toll. Weil eigentlich, ich verstehe das nicht, der Komfort... Das Komfortlevel ist eigentlich in einem einigermaßen guten Maß. Also es ist nicht super geil, aber es ist auch nicht super scheiße. Jetzt sind es zwei, die Heimweh haben. Willst du mich veralbern? Was ist denn hier das Problem? Servicegebäude war voll, hat eine ungekochte Mahlzeit gegessen. Servicegebäude war voll, hat eine ungekochte Mahlzeit gegessen. Kein verfügbares Servicegebäude essen. Okay, was bist du für jemand? Du bist auch ein Ingenieur, na, das ist ja super. Haben wir ja alles richtig gemacht, dass wir jetzt noch gewartet haben, dass noch ein zweiter Ingenieur jetzt keinen Bock mehr hat. Boah, leck mich, ey, scheiße. Ja, gut, okay, dann lass uns doch einfach mal hier noch einen Diner hinklatschen. Damit die nicht so einen weiten Weg haben, wobei wir hier auch einen Diner haben. So, new colonist arriving. Haben wir überhaupt noch genug Platz? New colonists have arrived. Colonists are departing. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. So. Warum hat er mich nicht gewarnt? Dass wir voll sind mit Leuten. Wir bauen das hier. Und ach hier, guck mal, da können wir ja sogar noch. Diese einzelnen. Kleiner Garten. Zack. Und. Kleine Gasse. Zack. Das ist ganz praktisch. Weil. Da haben die dann noch ein bisschen Servicekomfort. Dass deiner so. Alter, willst du mich verarschen? Mache dich dort weg, Fräulein. So, hier, das wird gebaut. Auf Jobsuche. Das wollt ihr mich. Okay, dann machen wir das anders. Was? Dann bauen wir das Lebensmittelgeschäft hierhin.
Und wenn hier keiner reingeht, dann reißen wir es hier ab. Oder schließen es zumindest erstmal. So, hier gibt mal Gas. Hier fehlt Beton, hier fehlt Beton. Was ist mit der Rakete? Die ist noch nicht wieder voll. Die brauchen jetzt unbedingt hier Sachen, wo sie wohnen können, sonst sind die gleich wieder alle sauer. Und ja, ich weiß, die Folge ist schon über eine halbe Stunde lang. Ich würde das aber gerne noch hier machen, bevor wir die Folge beenden. Aber ich befürchte, das dauert einfach noch zu lange. Na gut, okay. Dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Das Einwohnerproblem oder das Arbeitskraftproblem ist noch nicht so ganz behoben, aber ich bin dabei. Ach, guck mal, jetzt wird das hier noch fertig. Dann können wir hier ausschalten und hier vielleicht einfach dann die Leute im Lebensmittelgeschäft arbeiten lassen. Ja, wie gesagt, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.